Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Star Wars Jedi Fallen Order. Immer noch an der Stelle wie beim letzten Mal, aber unser Freund ist wieder da. Jetzt ist natürlich die Frage, ob der gleich wiederkommt. Weil er läuft ja quasi eigentlich eine Runde. Und ich würde ihn gerne von hier oben attackieren. Oder wir nehmen die Spinne. Ach, da ist er ja. Sind sie das, ja? Komisch, meine Schläge haben dich gerade getötet. So. Meine Schläge sind schwach, sagte. Fällt aber tot um, ne? Ich frag mich, ob in diesen Kisten mal was drin sein kann, in den Fässern. Und ich finde es auch sehr beängstigend, dass sie uns genau den Weg gehen lassen, den wir gehen sollen. Oh. Abkürzung. Sehr schön. Erste Tür offen. Dass ihn das überhaupt nicht stutzig macht, dass er die ganze Zeit den Weg läuft, den sie vorgeben. Mich persönlich würde das ein bisschen stressen, ne? Oh, ein Weggefährte. Du hast wohl schon die Schwester der Nacht getroffen. Und dennoch bist du am Leben. Ein Lichtschwert. Nein, nein, nicht verstecken. Jetzt verstehe ich, wie du überlebt hast. Wer bist du? Nein, bitte hab keine Angst vor mir. Ich bin nur ein Reisender. Ich studiere die Natur der vergangenen Kulturen und toten Philosophen. Auch die Schwestern der Nacht? Oh, ich studiere vieles. Die Schwester der Nacht, ja. Auch sie. Oh. Sie war noch ein Kind, als der Krieg uns heimsuchte. Sie musste mit ansehen, wie ihre Familie stirbt. Was wisst ihr über diese Ruine? Ach die, ja. Unsagbar alt, das ist sie. Die Schwester der Nacht und ihre Sippschaft. Sie wurden verführt von der Kraft, die darin schlummert. Nein, meide sie. Ansonsten widerfährt das auch dir. Keine Angst. Da gehen wir hin. Mehrere Einträge. Fremde. Die Frage ist nur, kommen wir da einfach so rüber? Ja, so hoch komme ich nicht. Ja, weit. Ja. Da denn hin? Jetzt aber tief runter. Also er will da rüber, kommt da aber nicht lang. Jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder einen komplizierten 3 Kilometer Marsch außen rum gehen. Oh, was haben wir hier? Was bist du denn? Achso. Ja, nee, Lichtschwert brauche ich ja nicht. Was macht er da? Hä? Genau, macht er da? Ja, steht random rum. Doppelklingen-Lichtschwert. Ist in puncto Massenkontrolle überragend, setzt Machtangriffe ein, um größere Gruppen zu bewältigen und zu besiegen. Blocke nach der erfolgreichen Abwehr eines Blasterbolzens weiter, um weitere Bolzen auf deine Gegner zurückzuwerfen. Wow. C. Wechsel den Lichtschwerttyp. Das E-Lichtschwert anpassen? Will ich ja nicht, habe ich ja gerade schon. Oder kann ich da noch etwas machen? Nö. Grün oder blau? Wobei da schon fast der standardmäßige schöner aussieht. Ui. Oh, nehmen wir mal.
Na, das sieht doch mal, das sieht doch mal nach einem ordentlichen. Oh ja. Damit lässt sich kämpfen. Also müssen wir doch hier lang, dann ist es ja doch richtig gewesen, dass wir hier lang sind. Nein, eigentlich war es nicht richtig, dass wir hier lang sind. Hier ist eigentlich falsch. Nee, ist doch richtig. So, wollen wir mal hier raufklettern? Ah, hier ist... Etwas hier hat jemanden angezogen. Energie aus der Ruine? Versuchung. Jemand kam auf die Ruinen zu. Ich fühlte die Anziehung einer dunklen alten Energie. Oh. Das war vielleicht nicht so schlau. Hilf mir, BD1. Darf man ein bisschen Leben auffüllen? Wahrscheinlich kommt gleich eine. Obwohl, das ist egal. Also bleibt ja nur ein Weg übrig. Und zwar der da. Gut, in dem Falle nicht, weil er sich daran nicht festhält. Also, wenn der sagt, das da ist zu lang. Du wirkst nicht bereit. Datomir ist gnadenlos. Kehre erst zurück, wenn du wirklich dafür bereit bist. Wie lange seid ihr schon hier? Lang genug. Diese Welt gewährte mir Zuflucht, als ich sie brauchte. Unterkunft, als ich schwach war. Erleuchtung, als ich mich in der Dunkelheit verloren hatte. Aha. Okay. Jetzt ist aber die Frage. Oh, wow. Wieso bleibt der am Rand stehen? Was war das denn für eine Aktion? Nee. Nee, also darauf kommen wir definitiv nicht. Also muss es ja irgendwie einen Weg geben, der unten rum darüber führt. Oder auch nicht. Da kommen wir auch nicht lang. Na, das ist eher ein Aufgang, ne? Hm. Hier kommen wir nur zum Lichtschwert anpassen und nach da oben. Oder kommen wir da vielleicht von da oben weiter? Habe jetzt gar nicht darauf geachtet. Siehst du? Manchmal macht es Sinn, auch mal solche Sachen zu beobachten, ne? Nicht einfach nur loszulaufen. So, okay, hier sind wir wieder da. Aber hier wollen wir eigentlich gar nicht hin. Da weiter darauf komme ich nicht. Pass auf, wir machen mal Folgendes. So, nehmen wir mal kurz meditieren. Vergeben wir mal den Fähigkeitspunkt. Und den vergeben wir in... überragendes Blocken. Kampfverteidigung verbessert sich, dadurch erleidet er durch Angriffe weniger Block-Ausdauerschaden. Sprinthieb, ausweichender Tritt... Sprunghieb. So, Blockausdauer erhöht. Perfekt. Noch verfügbar einer. Zwei Fähigkeiten. Punkt. Ach so, okay. Ausweichender Tritt, Sprinthieb. Okay, gut, passt. Dann ruhen wir uns einmal aus und dann gehen wir weiter, würde ich sagen. Jetzt ist die Frage, da müssen wir rüber. Ich kann den Spinnensabari.
Wie kann er riechen? Da drüben. Verstanden. Wir können gewinnen, Brüder. Du kannst gar nichts, kannst du? Brüder, helft mir. Ein ordentlicher Treffer. Wir müssen das jetzt beenden. Au. So, aber hier waren wir ja schon mal. Guck mal, da müssen wir hin. Hier sind wir her. Also, da kommen wir nicht weiter. Suche auf Zepho nach alten Gräbern. Den Holotisch auf der Mantis. Ach so, wir müssen zurück zum Schiff. Ach so. Ja gut, das ist natürlich jetzt okay. Oh. Okay. Da lang schon mal nicht. Wir müssen zurück zum Schiff. Bedeutet, wir müssen irgendwie darüber. Eindringlich! Blut, Herr Ungeziefer! Au, dem hätte ich ausweichen müssen. Das hält mich nicht auf! Ach nein, tut es nicht, tut es nicht, tut es wohl. Hör mit der Tanzerei auf! Ui, ich liebe Tanzen. Au, au, au. Stimmt, sofort. Ja, ja, hier von hinten wird sie angreifen, habe ich genau gesehen. So, wie kommen wir denn hier zum Schiff zurück? Eindringling! Ja. Du kannst mich nicht zerbrechen! Nein, und dann töte ich dich einfach. Ich brauche einen. So, wie komme ich denn jetzt zum Schiff zurück? Hier war ich schon? Das wäre hier die Laufszene? Au! Kommt, Brüder! Du kannst gegen uns nicht bestehen! Ich lasse dich nicht entkommen! Ich will auch gar nicht entkommen, wer sagt denn das? Ach, immer dieser Überkopfschlag, den man nicht ausweicht. Ah. Was brauchst du nicht viel? Ach komm, jetzt weich doch mal aus, Kelle. Ist das für ein Gefühl? Stirb doch einfach mal. So, wie komme ich denn jetzt zum Schiff zurück? Hier laufe ich doch völlig falsch. Da nicht, da nicht. Ich bin doch hier hinten. Guck mal, ich bin daher gekommen. Hä? Ach so, bin ich hier. Aber wie komme ich denn jetzt? Ich muss zu meinem Schiff. Gib mal Karte. So, da ist das Meditierding.
Und da komme ich nie wieder zurück. Oder doch? Hm. Da fällt da eine Seite lang. Nein? Oder doch? Doch. Und die Tür ist gesperrt. Tür von der anderen Seite. Durch. Okay. Ja, dann haben wir es doch aber. Liebe Lüt, das soll's. Ah! Okay, vielleicht auch nicht. Du kannst deine Schwäche nicht verbergen. Ja, da fällt mir auf, das sind zwei, ne? Mach den jetzt fertig! Ich hätte Ausdauer tanken sollen. Verdammt. Dein Leben ist verwirkt. Wo bleibt dein Können? Du behinderst mich lediglich. Au. Ja. Wir werden immer siegen. Ist klar. Gut. Liebe Leute, das soll es mit der heutigen Folge gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch, Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Wünsche ich euch einen schönen Abend, schönen Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Ganze anschaut. Und sag bis zum nächsten Mal.